Hallo und herzlich willkommen an der Otto von Guericke Universität Magdeburg. Hier bei mir in der Talk Lounge habe ich Frau Professor Dr. Schäffler, unsere Prorektorin für Studium und Lehre und außerdem Lehrstuhlinhaberin für Technische Chemie. Guten Tag, Frau Schäffler. Hallo, ich grüße Sie. Ich grüße auch alle dort an den Bildschirmen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir wollen uns so ein bisschen übers Studium unterhalten. Wie geht eigentlich studieren? Wollen wir einfach anfangen? Ja, gerne. Meine erste Frage würde Sie ganz persönlich betreffen. Zu welchem Zeitpunkt wussten Sie selbst, was Sie studieren wollen? Ja, nun, mein Studium ist ja schon eine ganze Weile her, aber ich wusste also, dass ich Chemie studieren will, erst ziemlich kurz, bevor ich das Abitur abgeschlossen habe. Allerdings hatte ich vorher schon einige andere Vorstellungen, was man alles studieren könnte. Ja, was sind denn so wichtige Kriterien, wenn man sich denn nun für ein Studienfach entscheidet? Ich meine, das ist ja eine sehr wichtige Entscheidung. Ja, also das kommt natürlich auf jeden ganz persönlich an. Für den einen ist es wirklich das Fach selbst, das ihn schon immer begeistert hat. Für den anderen mag das vielleicht sein, dass er irgendetwas Neues von der Welt sehen will, irgendwo ganz weit weg gehen möchte, um zu studieren. Andere gucken sich den Studienort an und denken, ach na ja, zu Anfang bleibe ich wohl doch lieber ein bisschen in der Nähe von zu Hause. Also das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Und angenommen, ich habe mich jetzt entschieden, ich weiß, was ich studieren möchte. Welche drei Argumente sprechen für Sie besonders für ein Studium hier bei uns in der Stadt Magdeburg? Also zum einen natürlich, dass wir hier ein sehr attraktives Angebot an Studienprogrammen haben. Sehr viele auch aktuelle Studienangebote, wie zum Beispiel Medizintechnik oder auch Maschinenbau 4.0. Wir haben eine ganze Reihe von wirklich interessanten Studienangeboten für die unterschiedlichsten Fachbereiche. Das wäre also das eine Argument. Das zweite Argument ist, in Magdeburg studieren ungefähr, also an der Otto-von-Guericke-Universität studieren ungefähr 14.000 Studierende. Damit gehört die OVGU zu den mittelgroßen Universitäten. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Betreuungsverhältnis. Das heißt also, pro Lehrenden, pro Professor haben wir gar nicht so viele Studierende. Das heißt, jeder kann auch davon ausgehen, dass er eine sehr gute Betreuung bekommt. Wäre Argument 2. Und Argument 3, Magdeburg an sich ist eben wirklich eine sehr den Studierenden zugewandte Stadt. Und es gibt einen sehr guten Austausch zwischen Magdeburgern und den Studierenden, sehr viel Kooperation. Nicht zuletzt ist Magdeburg ja jetzt auf dem Weg in die Bewerbung, sich als Kulturhauptstadt zu etablieren. Und gerade da können dann auch die Studierenden sehr viel mit einbringen. Und es gibt eine ganze Reihe Angebote für die Studierenden. Wenn Sie sagen, gutes Betreuungsverhältnis, kann sich denn so ein neuer Student hier bei uns an der Uni auch ruhig mal trauen, direkt zum Professor zu gehen und um Rat zu fragen? Also in jedem Fall. Denn ich spreche da nicht nur für mich, sondern für die große, große Mehrzahl der Kollegen, die sehr daran interessiert sind, in den direkten Austausch mit den Studierenden zu treten. Die also gerne auch zum einen hören wollen, was die Studierenden interessiert, was sie bewegt, aber eben ihnen auch selber gerne persönlich auf dem Weg zu helfen. Naja, das gibt einem ja schon mal gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn man hier in Magdeburg anfängt. Wie kann man sich denn jetzt im Voraus auf so ein Studium vorbereiten? Also zum einen ist das natürlich ganz generell, dass man mit Freunden, Familienmitgliedern oder ehemaligen Mitschülern drüber redet, wie geht denn Studieren eigentlich, was ist anders im Vergleich zur Schule. Aber natürlich auch, man kann hierher kommen, eigentlich zu jeder Zeit, kann hier auch an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Ich sage mal, so im Augenblick ist das etwas schwierig, weil wir sehr viel Online-Lehre betreiben müssen aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Aber das macht es eigentlich noch mal einfacher, denn man kann sich an Lehrende wenden und kann einfach einen
Online-Zugang zu den Lehrprogrammen bekommen und kann dann mal gucken, was gibt es denn eigentlich so alles. Und dann natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, vorher ein Praktikum hier zu machen, sich auch auf den Internetseiten kundig zu machen, was sind denn Forschungsprojekte, die mich interessieren. Und ich kann da, glaube ich, für alle unsere Lehrenden sprechen. Sie kriegen dann immer eine Antwort, wenn sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Frau Schäffler, wie sehen denn die ersten Wochen an so einer Universität aus? Ja, also wir hoffen, dass es auch bis dahin hier wieder viel mehr Präsenz geben wird, als es im Augenblick der Fall ist. Und das heißt, dass die neuen Studierenden hier begrüßt werden und es sehr viele Einführungsveranstaltungen gibt, die in jedem Fall lohnenswert sind zu besuchen. Zum einen durch die Lehrenden, wo ihnen vorgestellt wird, was für Auswahl sie in den Studienprogrammen haben, worauf sie achten sollen. Aber auch von den Fachschaften und den Kommilitonen, die ihnen also dabei helfen, den Stundenplan zurechtzubasteln, die ihnen zeigen, wie und wo die Bibliothek zu nutzen ist, Rechnerpoole zu nutzen sind. Aber natürlich wird es zu Anfang auch Begrüßungspartys geben. Und das ist ganz gut, da kann man sich gut kennenlernen. Ich möchte aber auf eine Sache noch hinweisen. Sie haben dann erstmals wahrscheinlich die Möglichkeit, wirklich sehr frei zu entscheiden. Wofür interessiere ich mich? Was mache ich? Welche Lehrveranstaltungen belege ich? Oder wie oft gehe ich auch zu Partys natürlich? Erst ein halbes Jahr später, nämlich zu den Prüfungen, kommt dann die Situation auf Sie zu, dass Sie zeigen müssen, was Sie in der Zeit gelernt haben. Und deshalb ist es wirklich mein Anliegen, Sie zu ermuntern, beginnen Sie von Anfang an, sich auch mit den fachlichen Dingen zu beschäftigen. Legen Sie schon Leistungsnachweise ab und interessieren Sie sich für Ihr Studienprogramm. Ja, es ist von Anfang an einfach wichtig, hier anzukommen, Leute kennenzulernen, sich in den Vorkursen vielleicht schon einen ersten Eindruck zu holen, ne, wie das Ganze dann abläuft. Vielleicht auch die ersten Male, die ersten eigenen Work-Life-Balance-Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, wie Sie schon angesprochen haben, ist es natürlich so, dass man hier in der Uni wirklich frei ist, dass man nichts muss und dass man seinen Alltag recht frei gestalten kann. Ja. Alles klar. Gut, dann vielen Dank, Frau Professor Schäffler. Es war schön, heute mit Ihnen dieses Gespräch zu führen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und ich freue mich auf alle neuen Studierenden und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dazu ein bisschen beitragen kann, Sie hier nach Magdeburg zu locken. Vielen Dank. Thank you.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns in der Otto von Guericke Universität. Ich habe jetzt bei mir hier in der Talk Lounge den Dr. Mario Damaro als Leiter des Sportzentrums. Hallo. Hallo. Ja, ich würde auch gleich mal mit einer Frage zu dir persönlich anfangen. Zu welchem Zeitpunkt wusstest du, was du studieren möchtest? Dass es irgendwas mit Sport sein wird, stand eigentlich von vornherein fest, da mich der Sport seit Kindesbeinen an begleitet hat, auch über den Leistungssport hinweg bis ins Studium. So, Sport an der Uni. Wie kann man sich sowas denn vorstellen? Ich würde es mal ganz salopp sagen, sich mit Freunden treffen, Spaß haben und über das Medium Sport dann gleichzeitig was für die Gesundheit tun. Okay, es gibt ja hier vielfältige Sportangebote. Was gibt es denn da so für Angebote und wie komme ich da rein? Es gibt so ziemlich nichts, was es nicht bei uns gibt. Wir versuchen dann natürlich immer, uns an dem Puls der Zeit und an den Studierenden, an den Bedarfen zu orientieren und schauen, was wir möglich machen können. Und angefangen von den klassischen Sachen wie Aerobic und Zumba bis hin zu extravaganten Sachen, die dann doch etwas mehr Material und Vorbereitungsaufwand bedarfen, ist da so ziemlich alles dabei. Ja. Wenn du sagst extravagant, was ist denn so unser außergewöhnlichstes Sportangebot? Auch da haben wir eine ganze Menge außergewöhnliche Sportangebote. Balletics ist zum Beispiel eins der Angebote, eine Kombination aus dem Athletiktraining und dem klassischen Ballett. Und es ist hochanspruchsvoll. Und wird auch von einigen Herren dankenswert angenommen. Also dann gibt es ja sicherlich auch Teamsport bei uns. Gibt es irgendwelche Teams, die sich da hervortun? Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Wir haben verschiedene Sportarten, die sich konstant durch die Jahre hinweg auch auf Meisterschaften, sowohl national als auch international, hervorragend schlagen. Das sind immer wieder die Schwimmer, immer wieder die Leichtathleten, die jetzt quasi nicht direkt aus der Teamsportart kommen. Und die Teamsportarten selbst, dort gibt es von Jahr zu Jahr einen Wechsel, welche Sportart dann sich mehr hervortut. In dem einen Jahr sind es die Schwimmer, die ganz erfolgreich sind und zu einem großen Personenanzahl dann auftreten. In dem anderen Jahr sind es dann wieder mehr die Kampfsportler, die Judoka oder die Taekwondo-Leute. Oder auch das Handball. Aber das wechselt ziemlich von Jahr zu Jahr. Wenn ich jetzt sage, Ballsport ist nicht so mein Ding, vielleicht bin ich auch nicht unbedingt der Teamsportler, kann ich auch einfach so fit werden? Fit werden kann man natürlich immer, auch außerhalb des Hochschulsports. Aber ich glaube, was uns auszeichnet, ist die Gemeinschaft, das Sporttreiben oder das Treffen über den Sport mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit Bekannten aus der Universität und dann gemeinsam Zeit zu verbringen, sich auszutauschen, einen festen Termin innerhalb der Woche zu haben. Ich denke, jeder kennt das, den inneren Schweinehund. Ja, heute gehe ich dann mal joggen und naja, vielleicht ist das Wetter dann doch nicht so. Man hat einen festen Anlaufpunkt, man weiß, dass seine Freunde, seine Bekannten, seine Kommilitonen mit dann an diesem Termin dort sind. Und das nimmt eine große Hürde. Mit dem Sport kommen ja häufig auch Wettkämpfe. Welche Veranstaltungen begleiten euch dann so durch das Sportjahr? Auch das ist sehr vielfältig. Wir fangen an mit eigenen Wettkämpfen, mit dem Hochhauslauf, der jedes Jahr im Januar stattfindet. Über die Sommermonate dann verschiedene Events wie die Uni Open Triathlon oder die Uni Open Drachenboot. Verschiedene andere Events, die sich dann über das Jahr hinweg ranken und natürlich um den Sport drehen, bis es hingeht in die Wintermonate, wo es dann in den Sporthallen verschiedene Turniere im Handball gibt, im Volleyball gibt und alles auf einem Niveau, der nicht dem Leistungssport entspricht, der die sportliche Betätigung natürlich innehat, aber das Treffen mit Gleichgesinnten in den Vordergrund stellt und das Spaß haben. Also könnten unsere neuen Studis sagen, ich habe mein Leben lang Volleyball gespielt, das könnte ich auch in der Uni wieder tun. Das könnten sie tun, davon würden wir aber abraten. Lieber neue Sachen probieren? Lieber neue Sachen probieren, genau.
Ja, wir haben ein riesengroßes Sportangebot. Wir haben ca. 100 verschiedene Sportarten, die wir anbieten, ca. 300 verschiedene Kurse pro Woche. Mhm. Gefolgt oder ergänzt durch Kompaktkurse, in denen wir Skireisen, Surfkurse oder Wander-Trekkingtouren anbieten. Die Grundintention ist einfach überall reinschnuppern. Man ist überall herzlich willkommen. Und es wird auch nicht vorausgesetzt, dass man einen Wettkampf betreiben will oder dass man gewisse Vorerfahrungen hat. Mensch, das klingt ja spannend und besonders, wenn man an einem Ort neu ist, ist es ja immer toll, irgendwie reinzukommen, Leute kennenzulernen. Aber wie kann ich mir das Ganze denn jetzt vorstellen? Wer sind die Trainer? Wer sind die Übungsleiter? Könnte ich das vielleicht auch selber machen? Unser Hauptanteil an Übungsleitern kommt aus der Studierendenschaft. Ah, okay. Ja, die sind, die teilweise aus ihren eigenen Sportarten, aus ihren Heimatorten dann zu uns kommen und sagen, ich würde hier gern meine Sportart weiter betreiben oder ich würde gern mein Wissen, meine Vorerfahrungen weitergeben. Die kommen auf uns drauf zu und bieten dann an, Kurse bei uns absolvieren zu wollen. Dann klären wir die Rahmenbedingungen. Wir wünschen uns natürlich aufgrund der Qualitätssicherung, dass auch eine Lizenz dann entsprechend erworben wurde. Oder dass gewisse Vorerfahrungen da sind. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nicht mehr viel im Weg. Haben Sie vielleicht einen, vielleicht auch sportlichen Tipp für unsere neuen Studierenden, die hier frisch zu uns an die Uni kommen? Ausprobieren. Okay, also nicht in die eingefahrenen Schienen? Nicht in die eingefahrene Schiene. Den Blick öffnen, den Blickwinkel weiten, so wie es ja das, die Grundintention auch beim Studium an der Universität ist. Mhm. Einfach schauen, was gibt es noch, was könnte ich noch ausprobieren, was würde mich interessieren. Und ich denke, da sind wir das richtige Medium, dass ohne eine Mitgliedschaft gegen einen geringen Unkostenbeitrag, der sich an den Kosten beteiligt, dann die Möglichkeit eröffnet, dann hier in alles, in alle Sportarten reinzuschnuppern. Das klingt wirklich, wirklich spannend. So, und meine letzte Frage geht nochmal so ein bisschen in die Richtung Ausland. Wieso ist es so viel besser, vielleicht auch mal das Auslandsstudium zu wagen? Und haben Sie da vielleicht auch eine Anekdote von den Studenten? Wir haben viele Studierende, die vor dem Hintergrund der Erweiterung des Blickwinkels ein Auslandsstudium oder ein Auslandssemester dann absolvieren. Und wir bekommen auch immer wieder die Rückmeldung von den Wiederkommern, dass sie die Sportarten, die sie hier bei uns betrieben haben, dort vor Ort in den Partnerunis, in den Partnerhochschulen, dann ebenfalls weiter betreiben können oder betrieben haben. Ein Beispiel: in Norwegen und Schweden ist der Skilanglauf natürlich beheimatet und über die Sommermonate wird da sehr viel Rollski gefahren. Und auch die Rollskikurse bieten wir bei uns hier an der Uni an. Das ist sehr spannend und somit hat man dann mit dem Sport immer gleich so ein Einstiegsmedium irgendwie, die Leute kennenzulernen und in eine neue Umgebung hineinzukommen. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ja, vielen Dank. Gerne.
Ich habe jetzt bei mir Frau Katrin Behrens als Abteilungsleiterin des Studierendenservice und Sachgebietsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit des Studentenwerks bei mir. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich glaube ja, wenn das Wort Studentenwerk fällt, denken viele Leute einfach, Mensa. Aber da gehört noch so viel mehr dazu, oder? Ja, das ist ein bunter Blumenstrauß von ganz vielen Leistungen, die wir als sozialer Dienstleister den Studierenden anbieten. Und neben Mensa sind die häufigsten Treffer BAföG und Wohnheime. Mhm. Und es gehört aber auch die Beratung, ganz viele Beratungsleistungen dazu, Kinderbetreuung und vielleicht auch Kultur. Also wer sich kulturell engagieren will, findet bei uns auch Unterstützung. Mensch, das ist ja eine Menge. Müssen wir erstmal ordnen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Wohnen an. Gerne. Was gibt es denn so für Wohnplätze in Magdeburg und wann könnte man da einziehen? Wir haben den größten Teil der Wohnheimplätze hier am Unicampus und einen kleinen Teil noch am Campus der Medizinischen Fakultät, aber auch für die Hochschule am Herrenkrug gibt es auch noch Wohnheimplätze. Also in Summe sind wir bei ca. 1500 Wohnheimplätzen. Wer jetzt weiß, dass er zum Wintersemester hier am Studienort starten möchte, sollte so früh wie möglich, also jetzt ist die beste Zeit nach den Abi-Prüfungen, online eine Bewerbung schicken. Und dort kann man schon verzeichnen, für welche Wohnform man sich interessiert, ob man vielleicht noch mit jemandem, den man schon aus der Schule kennt, zusammenleben möchte. Diese Dinge kann man dort aufführen. Und dann hat man einen Antrag gestellt, der immer 4 Wochen aktiv ist und den man dann immer wieder aktivieren sollte. Meistens ist das im August, dass dann eine Bestätigung kommt und dann muss man recht fix sein, Vertrag unterschreiben, Wohnung anschauen und einziehen. Das klingt ja gar nicht so kompliziert. Dicht am Thema Wohnen ist ja auch immer so ein bisschen das Thema Finanzierung. Was muss ich da vorher wissen? Was kann ich für Anträge stellen? Worauf kann ich hoffen? Finanzierung, die beste Studienfinanzierung sind die Eltern, wenn die Eltern nicht greifen. Nein, wenn eben von den Eltern nicht so viel finanziert werden kann, beziehungsweise oftmals sind auch noch kleine Geschwister dafür, die Unterhalt fällig ist, ist die zweitbeste Finanzierung das BAföG. Ist nämlich ein Zuschuss des Staates zu 50% und ein 50-prozentiger zinsloser Kredit. Hier sollte man auch relativ kurzfristig den Antrag stellen. Wenn man also weiß, es wird der Studienort Magdeburg, kann man im Juni den Antrag stellen. Erstmal braucht auch noch keine Immatrikulationsbescheinigung beifügen und dann wird der bearbeitet, sodass man dann im Falle einer Bestätigung auch ab Oktober die Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Die Studierenden an so einer Uni sind ja in den verschiedensten Lebenslagen. Einige Leute haben vielleicht sogar schon ein Kind, das dann auch noch mit untergebracht werden muss. Greift das Studentenwerk da auch? Ja, zum einen sind wir Träger einer Kita. Hier in Magdeburg haben wir eine Kita mit 70 Plätzen. Dort kann man auch einen Antrag stellen auf Kita-Betreuung, Regelbetreuung. Oftmals sind aber Studierende gerade in der Familienplanung am Anfang und haben noch relativ kleine Kinder. Dafür haben wir 2 Einrichtungen in Kooperation mit der Familienbeauftragten der Uni. Und das ist unser Campus-Kinderzimmer. Da kann man stundenweise die Kinder betreuen lassen. Schön. Also ist das auch kein Stein im Weg. Außerdem haben Sie eben gerade erwähnt, dass das Studentenwerk auch eine kulturelle Aufgabe hat. Wie kann ich mir das vorstellen? Jedes Studentenwerk legt die Kulturförderung anders aus, aber die Studierenden sind ja durch den Semesterbeitrag sozusagen Mitglieder im Studentenwerk. Und aufgrund dieser Semesterbeiträge nehmen wir auch immer einen Anteil für die Finanzierung oder Förderung von kulturellen Projekten. So organisieren wir zum Beispiel mit den Studierenden gemeinsam die Studierendentage immer im Sommer 2 Wochen. Aber es könnte jede Idee von Kultur auch umgesetzt werden und finanziell, materiell oder ideell von uns Unterstützung beantragt werden. Und dann bezuschussen wir das auch zum Teil, beziehungsweise stellen Räumlichkeiten. Wir haben das Campus-Theater, da kann man ganz tolle Sachen, kleinformatige Veranstaltungen durchführen. Und dieses stellen wir mietfrei zur Verfügung. Wir haben aber auch, viele kommen ja neu in die Stadt und kennen noch keinen, wir haben aber auch Kultur-Workshops oder Kreativworkshops, da kann man sich anmelden und studienübergreifend Leute kennenlernen. Super, ich hätte gar nicht gedacht, dass Ihre Aufgaben sich doch so vielseitig gestalten. Ich habe noch eine Frage, die ich auch schon Frau Schäffler gestellt habe. Wie sieht das aus? Was sind Ihre Top 3 Argumente aus Ihrer Sicht für ein Studium hier bei uns an der Uni? Also die Top 1 ist das Käseschnitzel in der Mensa. Das ist der immer freitags der absolute Renner. Ja, habe ich schon als Studentin sehr gerne gegessen.
Nein, es sind sehr kurze Wege in Magdeburg, auch hier am Campus. Man kann zu den Beratungseinrichtungen und zum Hörsaal wirklich innerhalb von wenigen Minuten wechseln. Und es ist eine sehr grüne Stadt, aber diese Vielfalt auch an internationalen Studierenden, also eigentlich ist es die Welt in Magdeburg, begrüßt alle Studierenden und man kann hier wirklich sehr viele Kontakte, sehr viele Freunde, einen sehr guten Grundstein für sein zukünftiges Leben legen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in die Leistung des Studentenwerks. Und es war sehr, sehr schön, dass Sie uns hier heute besucht haben. Dankeschön.